gesunde Pausenverpflegung, beliebter Pausentreff, faire Mitarbeiter. Gut, lecker, nachhaltig. Teamarbeit, Berufskarriere. Welche Rolle übernehmen Sie im Schülercafé? Nun, ich bin die Initiatorin und Leiterin des Schülercafés. Wann und aus welchem Anlass gründeten Sie das Schülercafé? 2011 wurde das Schülercafé zunächst als Schülerbistro von Schülern geführt und dann kam die Idee mit dem P-Seminar 2011-2013, dass wir da ein gut durchorganisiertes Schülercafé draus machen, die allen Hygienevorgaben auch entsprachen. Und was ist seitdem passiert? Wir haben die Produktauswahl erweitert, wir haben die Mitarbeiter mittels einem Wahlfach herbringen können. Und wir haben das Schülercafé natürlich auch ein bisschen umgestaltet, ein bisschen offener gemacht. Und letztendlich haben wir vor allem den Fairtrade-Handel ausgeweitet und haben da mit einem P-Seminar es geschafft, Fairtrade School zu werden. Welche Rolle übernehmt ihr im Schülercafé? Wir verkaufen die Sachen, räumen die Sachen ein und rechnen am Ende der Pause ab, was wir verkauft haben. Warum arbeitet ihr hier? Es macht Spaß, es trägt zur Teamarbeit bei und hilft der späteren Berufskarriere. Was verkauft ihr? Wir verkaufen viele verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Schokoladentafeln, Chips, Popcorn, Sesamriegel und vieles mehr. Wann und wieso habt ihr euch dazu entschieden, Fairtrade-Café zu werden? Nun, die Initiative ging von engagierten Lehrern und Schülern aus und letztendlich gründeten wir 2016 ein P-Seminar, das sich zur Aufgabe und zum Ziel gesetzt hatte, Fairtrade School zu werden. Welche Vor- und Nachteile bringt Fairtrade sein mit sich? Ein Nachteil ist, dass man natürlich etwas mehr Geld bezahlen muss, dadurch, dass die Arbeiter ja mehr verdienen. Aber wir haben immer ein gutes Gewissen, wenn wir die Sachen kaufen und es schmeckt auch immer gut. Und fairer Handel schafft Perspektiven. Und die Perspektive vom Karl-von-Linde-Gymnasium ist, Klimaschule zu werden. Ziemlich oft hierher, einfach weil es hier ruhig ist, weil man gut lesen kann, weil es bequem ist. Ja. Das Schülercafé ist von Schülern für Schüler. Es ist der perfekte Ort, um sich mit seinen Freunden in der Pause zu treffen und über aktuelle Themen zu reden. Hey Nathalie, könnte ich auch was haben? Ja. Ist gut, kann ich auch was? Gerne, gerne. Eine Frasche frisch gemacht. Hallo, ein Bananenriegel bitte. Die gibt es nur da hinten bei unserem Färbemarkt. Ach so, am Färbemarkt, okay, danke. Bitte. Hey,
hinten ist dann der Schlitz zum Rausholen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss. So, das ist unser Feromat, unser kurzes Stück. Wir haben es innerhalb unserer Fair Trade Kampagne, Fair Trade Schools werden entdeckt auf der Homepage Fair Trade Schools und haben uns gedacht, man, das wäre doch etwas 24 Stunden im Betrieb. Wenn der Schülercafé schließt, dann steht der Feromat einfach allen offen und alle können sich bedienen. Es ist ein CO2-neutraler Automat, der aus recyceltem Material hergestellt wurde und auch wieder vollkommen recycelbar ist. Er funktioniert so wie früher mal die Gummibärchen-Automaten funktionieren, halt ganz mechanisch. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wird sehr, sehr gerne angenommen.